In diesem Video geht es um alle möglichen Hintergründe, Symptome und Beschwerden in Bezug auf unsere Augen. Lass dich überraschen, welche Botschaften dein Augenproblem für dich bereithält. Meine Augen sind der Spiegel meiner Seele. Sie erlauben mir, nach draußen zu schauen und sämtliche Emotionen und Gefühle in meinem Inneren auszudrücken. Je nach der Tiefe meiner Augen kann man meine Beziehung zur Außenwelt entdecken. Die Funktionsweise meiner Augen spiegelt meine Art, das Leben zu betrachten und meine Beziehungen zu diesem Leben wider. Sie stehen auch für die Fähigkeit, in meinem eigenen Leben und in meinem Inneren klar zu sehen. Meine Augen spiegeln den Blick, den ich auf die Dinge habe, und zeigen, auf welche Weise die Gaben der Außenwelt in mein Inneres übertragen werden. Bei einer Interferenz, Ablehnung, Widerstand gegen Informationen, die sich im Kontakt mit meinem Auge ergeben, werden diese lebhaft reagieren. Sehe ich in einer Situation nicht mehr klar oder erscheint mir die Wahrheit verborgen, so finden sich meine Augen nicht mehr zurecht. Habe ich Schwierigkeiten mit dem, was ich sehe, verstehe ich das Geschehen nicht wirklich, dann werden meine Augen reagieren. Meine Augen sind betroffen, wenn es mir besonders schwer fällt, mich mit der Wahrheit, der Realität und der Zukunft abzufinden. Jedes Auge stellt einen bestimmten Aspekt meines Wesens dar. Das linke Auge steht für den inneren, emotionalen und intuitiven Aspekt. Meine weibliche Seite und die Beziehung zu meiner Mutter. Es dient mir als Wächter, indem es mir erlaubt, aufmerksam für alles zu bleiben, was eine Gefahr darstellen könnte, und umgehend zu reagieren. Eine Schwierigkeit mit meinem linken Auge zeigt, wie sehr ich an etwas oder jemanden gebunden bin. Ich bin misstrauisch gegenüber meiner eigenen Person und will vielleicht verstecken oder verschleiern, was ich wirklich sehe. Ich möchte mich sicher fühlen und stütze mich auf die anderen. Ich bin emotional abhängig. Ich habe das Gefühl, meine Emotionen nicht kontrollieren zu können. Letztere drängen nur nach Selbstausdruck im Außen. Das rechte Auge verarbeitet das Universum und äußere Situationen auf rationale Weise. Es dient dem Erkennen, dass es mir ermöglicht, mir eine Identität zu schaffen und steht in engem Zusammenhang mit meiner maskulinen Seite, meiner Beziehung zu meinem Vater. Wenn mein rechtes Auge erkrankt ist, zeigt dies, dass ich feste Wurzeln schlagen und mit meiner eigenen Autorität Kontakt aufnehmen muss. Ich sollte meine eigene Säule sein. Ich habe es nicht mehr nötig, mich an irgendjemanden anzulehnen, mich ohnmächtig zu fühlen. Ich finde einen Weg, mich zu bestätigen. Die Zügel meines Lebens in die Hand zu nehmen. Die Unwahrheit verwirrt mein Auge. Probleme mit den Augen weisen darauf hin, dass es Dinge gibt, die ich mich zu sehen weigere und die häufig meine tiefsten Prinzipien und meinen Gerechtigkeitssinn in Frage stellen. Wichtig ist auch zu erwähnen, dass die Qualität der Bilder, die durch die Retina in das Gehirn gelangen, davon abhängt, wie mein Nervensystem auf diese Bilder reagiert. Denn sie werden durch Nervenimpulse weitergegeben. Zusätzlich zu dem real Gesehenen gebe ich jedem Bild auch eine bestimmte Tönung, da ich alle vergangenen Erfahrungen und meine ganze emotionale Last, sowohl die persönliche wie die familiäre und soziale, in diese Färbung einfließen lasse. Mit der Sicht, die ich als Sinn einsetzen kann, ist also noch ein weiterer Sinn eng verbunden.
und das ist die innere Wahrnehmung. Ich kann eine Augenkrankheit auch dann bekommen, wenn ich den Eindruck habe, keine großen Traumata gesehen oder erlebt zu haben. Es geht darum zu sehen, bis zu welchem Punkt ich eine Situation akzeptiert habe, die ich sowohl innerlich wie äußerlich erlebt habe. Mein Stress ist daher mehr mit der Emotion anlässlich des Gesehenen verbunden, als mit den Ereignissen an sich. Ich akzeptiere, im Lachen und in der Freude zu leben. Ich verstärke meine Strukturen, indem ich meiner inneren Wahrheit vertraue. Durch die Öffnung des dritten Auges erreiche ich eine unmittelbare Vision meines Selbst, der Dinge, der Menschen und der Situationen. Sie verstärkt mein Unterscheidungsvermögen. Wenn ich meinen Blick erst in mein tiefstes Inneres lenke, bevor ich ihn auf die Welt richte, werde ich einen neuen Gesamteindruck und eine neue Betrachtungsweise meines Lebensweges gewinnen. Mein Blick ist aufrichtig und frei von jeglichem Urteil. Der Impuls zu Augenproblemen von Louise Hay aus ihrem bekannten Buch Heile deinen Körper lautet: Bei Augenproblemen magst du nicht, was du in deinem Leben siehst. Ein neues Gedankenmuster stattdessen: Ich erschaffe jetzt das Leben, das ich gerne betrachte. Arbeite bewusst mit dieser Affirmation. Und reflektiere bewusst die gehörten Ansätze. Was könnte auf dich zutreffen? Womit gehst du in Resonanz? Nimm deinen kurzen Moment Zeit, wenn möglich schließe auch die Augen und lasse das Gehörte wie in einem Film, der innerlich vor deinem geistigen Auge abläuft, einfach hochkommen. Welche Bilder zeigen sich? Wie könnte dein Thema, dein Symptom mit gewissen Ansätzen zusammenhängen? Sei ganz offen und entspanne dich. Die integrierte, blockadenlösende Energie in diesem Video wird in dir gewisse Gedankenprozesse anregen. Also wundere dich nicht, wenn dir im Laufe des heutigen Tages oder im Laufe der nächsten Zeit viele Gedankenansätze hochkommen, die du so vielleicht bisher noch nicht betrachtet hast. Jede kleinste Erkenntnis kurbelt den Selbstheilungsprozess an, egal ob körperlich oder psychisch. Ich wünsche dir augenöffnende Erkenntnisse und freue mich, wenn du einen Kommentar hinterlassen möchtest, wie es dir mit diesem Thema geht, was bei dir so hochgekommen ist oder was deine Verknüpfungen, deine Erkenntnisse dazu sind. Ich freue mich auch, wenn du meinen Kanal abonnierst, damit wir die gemeinsame Reise weitergehen können. Und ebenso freue ich mich darüber, wenn du diesen Beitrag mit Menschen teilst, die ebenso davon profitieren könnten.
Hab eine wunderbare Zeit und bis zum nächsten Mal.